leider haben wir keine von diesen großen Katzen mehr gesehen. Das war eigentlich so ein bisschen noch unser Ziel für diese Reise. Aber haben wir bis heute nicht geschafft. Kein Löwen, kein Leoparden, kein Gepard. Nichts, irgendwas haben die gegen uns. Vielleicht wissen die, dass ich Katzen nicht so mag. Irgendwas. Aber wir hören immer von den anderen Gruppen im Park, Alter, voll der Gepard und Löwen. Woo! Aber naja. Wir haben scheinbar ein bisschen Pech. Dafür hatten wir aber richtig viel Glück, als wir nachmittags noch eine Tour über den Nil da gemacht haben. Das ist der Victoria-Nil, ne? Oder ist es der Albert-Nil? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall der Nil. Es ist, der Unterschied ist auch nur, das sind Teilabschnitte, sind nicht verschiedene Arme, sondern der Teil heißt so, der Teil heißt so. Also. Genau. Da haben wir nachmittags eine Bootstour rüber gemacht und da sieht man natürlich nochmal ganz, ganz andere Tiere als bei der Safari oder bei dem Game Drive. Und vor allem halt ganz viele Vögel, also in Kingfisher in allen möglichen Facetten. Adler. Adler, genau. Und dann waren die Highlights dann ganz, ganz viele Hippos, zu denen wir gleich auch noch mehr erzählen würden. Das sind jetzt unsere Freunde. Krokodile in allen Größen und ganz viele Elefanten. Ja, das war cool. Das war richtig cool. Caroline hat auch einmal sehr ladylike gekreischt, als ein Hippo unser Boot wohl ein bisschen falsch eingeschätzt hat und unter uns auftauchen wollte. Es hat schon ziemlich gerumst, der wird einen dicken Schädel gehabt haben. Aber das war super, da saßen drei Mädels im Boot und es ging sofort los. Das war schon sehr cool. Mit den Hippos verbindet uns sowieso jetzt eine sehr besondere Beziehung. Die haben uns nämlich nachts noch bei uns im Camp besucht. Wir haben da in so Zelten gepennt. Aber so richtige Zelte mit Bett drin und so. Ja, so schon eigentlich eher kleine Bandas. Und auf jeden Fall hieß es dann irgendwann, als wir noch beim Bier in der Lodge saßen, komm mal eben mit, hier sind die Hippos schon heute da. Das war irgendwie 9:30 abends. Und dann sind wir rumgekommen und dann standen die da und haben einfach gegrast auf unserem Zeltplatz zwischen den Zelten. Und die sind so riesig. Die sind riesengroß. Die sind wie so ein T5 oder so. Irgendwie, ja, ne? So, also ungefähr riesig. Vom Format passt es auch. Ja. Ne? Also richtig groß. Und dann also, mähen die sich da durch, wie so Rasenmäher, von rechts nach links Mannshoch laufen sie. Mannshoch sind die. Richtig laut. Dann saulang und sind einfach ein T5. Ja. Mit Maul. Solche Mäuler, aber mindestens. Und die, also Rasenmähen müssen die da nicht. Ne? Nee. Die haben gesagt, die kommen jede Nacht kommen die Hippos da, die Nilpferde, in deren Camp und fressen da. Und diese Nacht waren sie halt ein bisschen eher da. Die sind dann da halt so durchs Camp gewandert, waren halt so hoch wie das Zelt und haben da gefressen. Und solange man denen nicht irgendwie zu nahe kam, war ihnen das alles scheißegal, dass da Menschen rumliefen. Ja. Vorher hatten wir noch die Einweisung gekriegt, mit Taschenlampen bitte nicht in die Augen leuchten, vor allem nicht bei den Kleinen, weil die kennen das nicht so. Ja. Und dann gehen die auch schon mal ganz gerne auf Menschen los, weil Hippos sind. Nein, die wären nicht auf die Menschen losgegangen, die wären halt nachgeguckt, oh, was ist das für ein Licht, und wären dann zum Licht gelaufen. Genau. Und das Problem ist, dass die Kleinen ja schon irgendwie groß sind. Also, ne? Und einen dann umgerannt hätten. Und die Älteren, denen durfte man nicht in die Augen leuchten, weil die würden sich dann immer so wegdrehen, weil da stehen sie nicht drauf. Und wenn man dann penetrant denen in die Augen leuchtet, dann wären sie halt irgendwann genervt und würden dafür sorgen, dass man denen nicht mehr in die Augen leuchtet. Hippos sind insgesamt ziemlich gefährlich. Wir haben am nächsten Tag noch gehört, dass in der Nacht irgendwo einer umgebracht worden ist von einem Hippo, der war fischen am See unten, am Fluss unten. Und war irgendwie da in eine blöde Situation geraten. Und da muss man, auch nur wenn man zwischen einer Mutter und einem Baby-Hippo steht, da ist dann schon vorbei. Sense. Ja, die rennen halt irgendwie, die können 45 km/h an Land rennen und Menschen wohl irgendwie so Mitte 20. Aber solange man nicht zwischen Mutter und Kind ist, weil die Mutter wird dann alles versuchen, um zum Kind zu kommen und ein Plattrennen. Und zwischen Hippo und Fluss, weil die würden dann denken, oh, ich muss ja immer zum Fluss und würde einen da platt rennen, ist eigentlich relativ entspannt. Mhm. Problem war nur, irgendwann ist Caroline ins Zelt und die Hippos zogen weiter ihre Kreise und ich blieb noch ein bisschen an der Theke. Und dann wollte ich zurück zum Zelt und denke mir, wow, scheiße, standen zwei riesige Hippos in unserem Zelteingang und haben da halt direkt an der Kante des Zeltes erstmal das Gras weggemäht. Und dann dachte ich mir, ach komm, bist du clever, das Zelt hat ja noch einen Hintereingang, geh hinten rum und dann standen dann noch zwei riesige Hippos und unser Zelt war umstellt von Hippos, die da so ihre Kreise drum zogen. Caroline lag mittendrin und ich so, Caroline, geht's dir gut?
Caroline, Caroline, keine Antwort, und dann kriege ich eine WhatsApp-Nachricht. Ich rufe doch jetzt nicht. Ich hatte die Angst meines Lebens. Ich glaube, so eine Angst habe ich noch nie gehabt. Das war aber auch, es war wirklich, sie waren nah dran. Wenn man im Bett lag und die haben an der Zeltplane gefressen, dann war halt zwischen Bett und Zeltplane war so ein Stück und dann konnte man, da waren so Fenster, Gitterfenster, man hätte im Bett liegend so das Hippo berühren können, auf die Schnauze oder auf den Rücken. Das ist echt, ganz schön was los, ja, im Red Chili Camp. Genau. War schon ziemlich cool. Ja. Unsere Hippo-Erfahrung. Nach der Giraffen-Erfahrung eine ganz andere. Highlight. Ja, nach diesen ganzen turbulenten Tagen in Murchison Falls sind wir dann wieder nach Kampala mit kurzem Zwischenstopp und weiter nach Jinja. Jinja ist quasi ja, am Nil, wo der Nil gerade aus dem Viktoriasee rausfließt. Und Jinja ist bekannt dafür, dass man da ganz gut raften gehen kann. Und dann haben wir uns halt ein paar Tage wirklich Spaßurlaub gegönnt. Waren raften und Quad fahren. Das erste Mal. Also das Raften ging schon ganz schön ab. Wir hatten da schon wieder zwei Holländer mit. Die Holländer sind hier überall. Ja. Vielleicht, weil die ganzen deutschen Touristen in Holland sind und nicht keinen Bock auf Holland haben. Aber auf jeden Fall gibt es die Holländer wie Sand am Meer. Schon ganz viele getroffen. Aber die beiden, die wir damit hatten, das waren bis jetzt die besten Experten. Die hatten es mit dem Paddeln nicht so raus und waren generell eher ein bisschen taube Nüsse irgendwie. Aber das Raften an sich ging schon ganz schön ab. Ja. Also das schleudert einen von links und rechts, spült einen in und aus dem Boot und man steht so auf einer Welle und reitet dann und dann schlägt das Ding rüber und man ist völlig... 3 Liter Nilwasser. Herrlichstes Nilwasser. Man ist völlig orientierungslos, kann nicht auftauchen, wenn das Boot über einem ist und dann schafft man es irgendwie und wird man doch wieder rumgespült. Das ging richtig ab. Ja. Hat richtig Bock gemacht. Also Raften kann ich nur empfehlen hier im Nil. Ja, klar. Der Ruhe ist schon gebucht quasi. Ja, genau. Unser Kanu-Guide da oder Rafting-Guide, der war Neuseeländer, lebt aber in der Schweiz und hat im Sommer da geraftet und dann im Winter immer überall in der Welt. Argentinien, Peru und Uganda jetzt und Afrika und weiß ja geil. Und der hat gesagt, in Peru wäre es bis jetzt noch das geilste Raften gewesen. Und das werde ich mir auch mal direkt angucken, wenn ich in Peru bin, in 4 Wochen. Genau. Und am nächsten Tag haben wir uns dann Quads geschnappt und sind 2 Stunden durch die Gegend geheizt damit, durch Dörfer und am Nil entlang und so. Ja. Und es hat einfach nur Bock gemacht. Ja, war richtig cool. Naja, auf jeden Fall, das klang jetzt noch ganz schön viel, aber das war eigentlich in ein paar wenige Tage komprimiert. Man erlebt nur so viel an einem Tag, glaubt man kaum. Ja. Erstmal der Abschluss unserer spannenden Uganda-Reise. Es geht jetzt auch dem Ende entgegen, bald ist Weihnachten und danach geht es ja schon weiter nach Namibia und Peru. Deswegen würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. So long.